los, Jungs, ihr trödelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Hi, Sir. Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommodore die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Ich finde es immer wieder schön, dass es von einer Sequenz direkt in eine Mission reingeht. Oh, okay, gut. Ich habe gerade eben so instant die Mission gesehen, so aus Anpischzonen jemanden killen. Okay. Und einfach direkt gemacht. Ah, hier sind Nutten. Nutten habe ich echt schon lang nicht mehr benutzt. Sir, wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chapman. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Oh, also, da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer durch. Habe ich jetzt all meine Nutten verloren durch den einen? Oh, das ist jetzt cool, dass ich den einen so bekommen habe. Shit. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der hat es dann gesehen. Oh nein, da ist ein... Genau das. Ich wollte gerade sagen, das ist blöd, wenn die sehen, wie ich es töte. Ab. Ah, ich muss da hin. Nett, 5 Minuten Kill-Animation, bitte. Schon stirb. Oh, Gott sei Dank. Ja, sind das jetzt viel. Anpirstrunnen, sind das eigentlich auch da drüben diese Türen? So, die Wachen verfolgen immer noch. Ich glaube, das könnte gerade meine Mission verhaut haben. Ja. Wollte gerade sagen, das könnte, glaube ich, gerade die Mission verkackt haben. Too bad. Too bad. Too bad. Okay, gut. Immerhin wieder von hier oben ab. Oh, Moment. Irgendwie habe ich gerade nicht so im Kopf geschalten, was ich machen muss. Ich muss einfach nochmal hinterher. So easy geht's. Kann ich die nacheinander einfach jetzt mal so hier ganz gechillt, so in Ruhe? Dass die einfach ihre Verfolger hier verlieren? Ach komm, einfach her, bitte. Und wunder dich nicht noch, ob du wirklich was gesehen hast. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Hat das gegolten? War das eine Anpischzone? Nee, war es nicht. Ich weiß nicht, was für ein Move das war. Das war so ein typischer Multiplayer-Move. Der hat's gehört. Okay, der kommt her auf jeden Fall dann. Komm schon, wirklich her, komm schon. Anpischzone, sehr gut. Oh oh, das war jetzt etwas blöd. Warte mal. Warte.
Scheiße, ich glaube, der jagt sich gerade selbst durch seine Granate hoch. Hauptsache, ich bin wieder bei meinen Typis hier. Das ist doch ganz angenehm. Chamberlain per Luftattentat töten. Das gilt, glaube ich, als... Ja, sehr geil. Das ist doch perfekt. So, ich sehe doch schon direkt einen Weg, wie wir auf die Galeone da rüberkommen. Das ist ja jetzt absolut gar kein Problem hier. So. Und per Luftattentat ist jetzt auch hier nicht so das Problem. Alter, geh einfach da hoch. Okay, gut. Ich glaube, am einfachsten ist es, da hochzukommen über vorne das Nest. Das Krähennest, oder wie man das nennt. Oder das Krähennest, nur das da oben. Auf jeden Fall kommt man hier, glaube ich, am allereinfachsten auf die Höhe. Vor allem, ihr seht, wir können uns direkt sogar darüber bis zu Chamberlain, glaube ich, bewegen. Boah. Also das ist recht geil, auf einem Kriegsschiff zu navigieren. So, da haben wir unser Ziel auch markiert. Jetzt müssen wir im Grunde eigentlich nur noch hier rüber und irgendwie ein Luftattentat vorbereiten. Ich glaube, das war's. Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Kommodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Wurm. Euch alle. Und damit haben wir den Commodore Chamberlain auf jeden Fall gekillt. Keine Ahnung, der kam irgendwie out of nowhere, der war einfach plötzlich da. Naja, okay, gut, und das ist halt unser Hauptziel in dieser Sequenz. Bis zum nächsten Mal, eigentlich hätte man noch Zeit. Im Grunde könnte man die nächste Mission machen. Und naja, jetzt hat sich das große Geheimnis hier aufgelöst. Eigentlich sind die Missionen hier nachträglich sind aufgenommen. Denn naja, in der ersten Mission von dieser Sequenz, im Grunde hier, wir bitten um Parley, da hat die ganze Scheiße angefangen mit meinem PC und danach war ja der ganze Spielstand weg. Naja, das ist ja jetzt so die Sache. Gut. Das muss man jetzt alles nachspielen. Und jetzt machen wir die letzte Mission. Das Feuerschiff. Ja, jetzt ist das Ganze leider aufgeflogen. Oh mein Gott. Aber ich finde es nicht schlimm. Einfach jetzt. Ich hatte jetzt ein bisschen Pause von Assassin's Creed. Und jetzt kann ich auf jeden Fall mal wieder ein paar neue Episoden aufnehmen. Auch von alten Episoden. Beziehungsweise eigentlich von Episoden, die ich schon mal aufgenommen habe. Jetzt zum dritten Mal oder so aufnehmen. Und jetzt sind wir in der Mission Das Feuerschiff. Das Blöde ist, die ganze Sequenz jetzt hier vom Anfang, die ist weg. Da war nämlich noch eine lustige Sequenz auf jeden Fall, wie Rackham auf einem Feuerfass saß und eine Pfeife geraucht hat. Und naja, sagen wir, das ist jetzt mal nicht so gut auf einer... Ich habe gerade eben einen Riff versucht anzupeilen. Oh, Moment. Das Problem ist, meine Jackdaw hat jetzt so immens viel Feuerkraft. Ich muss jetzt echt aufpassen auf das andere Schiff von denen. Die Royal Phoenix, die ist jetzt auch groß in Gefahr durch mich und... Wow, ich kann die echt alle mit einem Schuss killen. Ui, wie konnte ich denn das verfehlen? So. So.
Wir können doch einfach im Grunde ganz, ganz viele Feuerfässer hier im Meer verteilen. Irgendwann fährt schon irgendwas dran. So, allerdings müssen wir mal gucken, dass wir zu Royal Phoenix dahinter kommen. Da interessieren mich dann doch diese kleineren Viecher überhaupt nicht. Huch, Moment, ah, Fels, an dem muss ich noch vorbei. Feindliches Feuer! Das Feuerschiff darf nicht sinken. Es ist ich weiß, dass das nicht sinken darf. Oh, das hat aber gerade ganz schön Schaden eingesteckt. Ich weiß nicht, wo das Schiff ist. Achso, da ist es auf jeden Fall das andere blöde Schiff. Die sind so extrem wendig. Das ist das große Problem an den kleinen Schiffchen da. Die sind so Schiffen Mörser, okay, das habe ich. Alle außer Großberg. Und sie nieder, raus aus dem Wind. Ich könnte ja auch einfach Feuerfässer draufwerfen. So einfach geht's auch. Man könnte auch einfach ein Feuerfass direkt draufwerfen. Das muss nicht draufladen, das muss draufgeworfen werden. Oh, das fand ich jetzt eigentlich ganz lustig. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind. Hoch, Leute! An die Brand! Das Feuerschiff explodiert bald. Pass auf, Captain! Aus dem Sprengradius? Naja, eigentlich bin ich ja im Grunde weiter hinten. Bleiben wir mal einfach hier. Und schauen zu. Ui, 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 aber segeln sollte ich dann doch noch am Ende. Und jetzt kann ich euch mal die kleine, gute Feuerkraft der Jackdaw hier mal demonstrieren. Weil die ist jetzt auch hundertprozentig auf jeden Fall ausgebaut. Dank dem tollen Zeug, dass ich das Spiel ja eigentlich schon durch habe. Der Mörser macht auf jeden Fall alles platt. Und wenn ich das Ding da vorne jetzt noch rammen will, dann bin ich total badass. Und zwar, boom. Okay, das hat man jetzt nicht so viel gemerkt. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mittlerweile einiges an Feuerkraft. Okay, gut. Ihr da hinten, ihr könnt mir eh nichts. Jetzt fahren wir einfach nur noch ganz weit weg. Ach, ich liebe diese Musik. Assassin's Creed Black Flag ist so ein verdammt gutes Spiel. Das muss ich echt immer wieder betonen. Und oh, ich muss ja da reinfahren. Ich glaube, damit ist doch die Mission dann schon rum. So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Ja! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Oh, die Royal Dingens da, oder die von Charles Wayne, die ist auf jeden Fall ziemlich klein im Vergleich zu Jackdaw. Die Jackdaw ist einfach höher. Hat aber nicht so viel breite Segel. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen bei dieser Episode von Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Bis zum nächsten Mal. See ya!